Reggie Miller, kurze Täuschung. Miller bleibt stehen, als wenn er Wurzeln geschlagen hätte. Unterstreicht nochmals diese unglaubliche Schnelligkeit von Allen Iverson. Mutombo bislang mit der Hilfe. Rebound von Austin Crozier, der überragende Mann beim Sieg der Pacers. Aber was soll's? Die Kartäuschen haben entschieden. Korb zieht, sprich Verteidiger umschwärmen ihn. Und dann clever abgelegt auf Matt Geiger. Travis versucht sich. Travis Best. Von der Schnelligkeit natürlich eher geeignet gegen Iverson. Jalen Rose auf Sam Perkins. Nochmals Rose. Ballverlust von Eric Snow. Rose auf Crozier. Gut gespielt. Namen, Schrittfehler, Jalen Rose, Reggie Miller für drei. Ein vorabendliches Nickerchen in der Defense. Jalen ist wie ein klassischer Ballverteiler bei den Philadelphia 76ers. Aber das ist einmal von ist das Foul gegeben, deswegen jetzt dieser Freiwurf von Jalen Rose ohne Punkteschnitt deutlich nach unten, als Iverson nicht dabei war. Von 92 können. Hier haben wir nochmals das Anspiel von Jalen Rose auf Jonathan Bender. Einfach mal oben in die Lüfte. Jonathan Bender, 2,11 Meter groß. Also, sie haben sich ihr Ziel gesetzt. Sie wollen die Nummer 1 bleiben in der Eastern Conference. Es bleiben noch einige.